Ja, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir, dem Herrn gleich. Ja, wir fangen jetzt erstmal wieder mit den Kommentaren an. Die sture Katze. Wie lange spielst du schon das Spiel und warum? Also, ich spiele es jetzt seit fast genau 2 Jahren. Also direkt nachdem es rausgekommen ist, habe ich damit angefangen. Warum? Weil ich es einfach mega geil finde. Es macht mir richtig Bock. Ich fand die Karten am Anfang schon cool. Ich bin Simpsons-Fan. Wobei die Simpsons jetzt nicht drin vorkommen, ich weiß. Aber auch Futurama finde ich nice. Also Futurama immer gerne gesehen. Und ja, die Karten sind einfach mega witzig. Ja, und das Spiel macht einfach auch richtig Bock. Finde ich persönlich. So, deshalb spiele ich es. Dann der nächste Kommentar von Maxi Max. Super, aus der Cigarette Addicts Box habe ich auch nichts. PS, herzlichen Glückwunsch. Nachträglich habe ich es irgendwie verpennt. Sorry. Erstmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Werde ich an Herrn sofort weitergeben. Der wird sich dann freuen. So, dann fangen wir jetzt mal an mit Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Moment. Nein. So. Hier. Wir fangen jetzt mal an. Gucken mal hier rein. Erstmal haben wir hier unten den Quagmire aktuell hier in der altmodischen Geheimnisschatulle. Schauen wir mal hier rein. Nach wie vor das Mythic Haley Pack. Heavy Metal Haley. Hypnotoads. Chinchilla, Dick Twain und Eugene Belcher. Das ist ganz nice. Dann haben wir die Cigarette Addicts Box. Ja, ist ganz okay. Ist ganz okay. Aber jetzt unbedingt der Overburner ist diese Box jetzt auch nicht. Dann gehen wir mal rein. Fangen wir doch gleich an mit der Meisterschaft. So, und wie sieht's denn hier überhaupt aus? Hier haben wir jetzt aktuell einen Softball Boomhauer. Schauen wir mal in die Combo rein. Für 500 Gems. So, da bin ich ein bisschen zu niedrig, okay. Mit Sportkarten, Boomhauer mit Sportkarten. Ui. 13-fach Mauer, 19-fach Punch, 19 Burger. Das ist nicht schlecht. Das möchte ich sagen. Also, hier mit den Push-Ups. 15, 21, 21, 21, 64. Ist auf jeden Fall nice. So, hier haben wir sogar mit The Stingers sogar 23 Boxen, 23 Angriff. Ja, Shuttlecock Ring. Die ist echt nicht schlecht. Also, da wird es wieder mal für die Whales. Die haben dann wahrscheinlich auch den Boomhauer in der Mythic-Version. Wird es lohnen, diese Combo Mastery zu holen. Also, wenn ich in das Spiel reinpayen würde, würde ich mir die wahrscheinlich holen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn als nächstes? Das wäre jetzt der Softball Boomhauer. Dann haben wir Can't Get Clean. Und diese Combo Recipe Cards. So. Ist halt mit einem Dale. Und den Dale gibt es ja momentan nach wie vor nur in einer Common Version. Ja, deswegen ist die jetzt natürlich nicht wirklich so der Bringer. Und kann man auch gleich wieder vergessen. So, jetzt kommen wir allerdings zu einer richtig nicen Combo. Die kennt wahrscheinlich fast jeder von euch. Das ist der QB Boomhauer. Da ist die erste Combo seit langem wieder für die Free-to-Play-Spiele, die wirklich nice ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das Ganze auch wieder nur begrenzt ist. Ne? Also
Der Boomhauer in der Epic-Version ist jetzt bis zu einem bestimmten Level ist er gut. Definitiv. Ja, aber er hat halt leider sehr wenig Leben. Und wenn man da weiter oben mitspielen will, ne, jetzt gehen wir mal, machen wir das Ganze mal maxed out. 22 Leben, das ist nix. Die Karte kriegst du ja kaum ausgespielt, ja. Wenn du weiter umspielst, dann musst du erstmal die Leggy spielen und dann kannst du eventuell den Boomhauer draufklatschen. Aber ein Boomhauer, das Problem ist, wenn du den irgendwo bei dir im Deck hast und der Computer spielt einen Rotz zusammen als Automatik, dann spielt er zuerst den Boomhauer. Da lacht sich jeder Gegner tot bei 22 Leben. Das bringt überhaupt nichts. Das ist halt der Nachteil. Das bedeutet also vom Prinzip her müsste man dann schon die Mythic haben vom Boomhauer, dass sich das Ding richtig lohnt, ne? Dann ist er natürlich geil, auf jeden Fall hier. Dann ist er auf jeden Fall geil. Aber hier, guckt mal da, hier in der normalen Epic-Version, 11er Mauer, 11-fach Punch ist jetzt nicht der Oberburner, ja. Hier sieht's schon ein bisschen anders aus. 18 Punch, 22 Angriff, da bist du schon wieder bei 40. Ja. Oder hier oben mit der James Woods High School bist du bei 43 Angriff beim ersten Durchlauf. Das ist schon nicht so schlecht. Ne? Hier sogar 48 mit der Tom Landry Middle School. 48 Angriff. Das ist schon richtig nice. So, also wer einen Boomhauer in der Mythic-Version hat, der sollte jetzt zuschlagen. In der Epic-Version weiß ich nicht, ob ich euch dazu raten will. In der Epic-Version finde ich, ist er zu schwach. In der Mythic ist er geil, in der Epic nicht. Ist er okay, sage ich mal. Jo, das wäre jetzt auf jeden Fall erstmal der Mythic bzw. der QB Boomhauer. Dann gehen wir mal in die letzte Combo rein, die wir da haben. Und das ist natürlich jetzt wieder mal Schrott. Ja, das ist der Puppenfreund oder auch der Puppet Admirer. Gucken wir uns mal die Combo an. Jetzt im Vergleich zum QB Boomhauer ist die natürlich mega schlecht, ne? Ist wirklich mega schlecht. Ja, was soll ich euch jetzt sagen? Also, was jetzt die Kombos anbelangt. Wenn ich ein Whale wäre, würde ich wahrscheinlich den Boomhauer in Mythic haben und würde mir den Softball-Boomhauer holen. Als Combo-Recipe. Can't get clean. Ist nicht, also ist uninteressant. Der QB-Boomhauer, wer ihn eben in der Mythic-Version hat, den Boomhauer, sollte da zuschlagen. Wer ihn nicht in der Mythic-Version hat, lasst die Finger davon und wartet jetzt doch ein bisschen Geduld noch haben. Es kommt mit Sicherheit noch eine bessere Combo zu in den nächsten Tagen als das. Ich weiß, es ist verlockend, ja, aber bisschen Piano machen und dann ein bisschen die Steine sparen und dafür dann was Anständiges bekommen. Also, wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glock und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.